Als Termin für den Beginn des Kreuzzugs wurde der 15. August 1096, also Maria Himmelfahrt, festgelegt. Diesem Festtag kam aufgrund der vom Papst Urban II. Geförderten Marienverehrung besondere Bedeutung zu. Der Papst predigte bis dahin persönlich in mehreren Städten Frankreichs. Für den überregionalen Aufruf schrieb er Briefe. Den Bischöfen wurde noch am Konzil ebenfalls aufgetragen, für den Kreuzzug zu werben. Allerdings waren England, Deutschland und der Norden unter der Obedienz des Gegenpapstes Clemens III., weshalb dem Aufruf dort nicht gefolgt wurde. Vor allem waren es Volksprediger, die für die gehörige Stimmung sorgten. Für diese populistischen Ansagen war das Volk umso empfänglicher. Dann ging es um die Apokalypse, die unmittelbar bevorstehe, die Wiederkehr Christi, wenn Jerusalem erobert wäre, und allerhand Schauergeschichten. Für eine Wallfahrt nach Jerusalem wurde die Vergebung aller Sünden versprochen und ein Leben im Überfluss. Die Menschen waren euphorisiert. Aus einem Feldzug der adeligen Ritter wurde eine Volksbewegung. Ganze Familien brachen mit Kind und Kegel, mit Hab und Gut auf einem Karren auf. Auf ihrem Weg verursachten dieser Volkskreuzzug allerdings Probleme. Vor allem Plünderungen fanden statt. Zum Teil gab es schon vor Aufbruch Judenpogrome. Als über Ungarn das byzantinische Gebiet erreicht wurde, kam es zu größeren Auseinandersetzungen. Konstantinopel wurde Anfang August erreicht. In Kleinasien richtete sich der Kampf gegen die Seldschuken. Als ungeübte Kämpfer standen sie auf verlorenem Boden. Der Volkskreuzzug wurde zum Fiasko, nur wenige kehrten zurück. Die Aufstellung eines Ritterheeres hatte mehr Zeit beansprucht. Immerhin musste für die Zeit der Abwesenheit Vorsorge getroffen werden und eine entsprechende Ausrüstung zur Verfügung stehen. Dafür und auch für die Mitnahme von ausreichendem Bargeld mussten zahlreiche Güter verpfändet werden. Meist half hier die Kirche großzügig. Während der Volkskreuzzug sich über den Balkan bewegte, reiste der Adel mit dem Schiff über Süditalien nach Konstantinopel. Als die Kreuzfahrer in Konstantinopel eintrafen, war Kaiser Alexius zunächst überrascht. Mit so einem Erfolg hatte er nicht gerechnet, zumal der vorher angekommene Volkskreuzzug ja nur Probleme verursacht hatte. Schnell einigte er sich mit den Kreuzfahrern, dass die eroberten Gebiete an Byzanz zurückgegeben werden sollten. Eine zentrale Figur im Geschehen ist Gottfried von Bouillon, der Herzog von Niederlothringen. Er war ursprünglich für die kirchliche Laufbahn auserkoren und war bei der Erbteilung leer ausgegangen. Frau und Kinder nahm er mit auf dem Kreuzzug, wo er über den Balkan kommen, kurz vor Weihnachten 1096 in Konstantinopel eintraf. Gegenüber den Byzantinern war er misstrauisch, so schlug er Einladungen des Kaisers Alexios aus und weigerte sich, den notwendigen Eid abzulegen. Als daraufhin der Kaiser die Versorgung des Kreuzfahrerheeres einstellte, kam es zu Auseinandersetzungen. Am 20. Jänner 1097 musste Gottfried den Eid leisten und wurde danach aus der Hauptstadt entfernt.